Jessie in Brawl Stars gewinnen. Sie hat eine Hyperladung bekommen. Höchste Zeit für einen Brawler Guide. Beste Taktik, Game Modes, Ausrüstung, alles in diesem Video. Was ist die Grundtaktik für Jessie? Das musst du wissen. Die Reichweite von Jessie ist zwar sehr gut, der Schuss bewegt sich aber sehr langsam. Das heißt, du musst gut zielen und vorhersehen, wie sich der Gegner bewegt. Denn es kann richtig schwer sein, mit Jessie zu treffen. Es geht also allenfalls nicht nur dir so. Das Wichtigste, wenn du Jessie spielst, ist, wo du jeweils ihre Türme hinstellst. Der Turm ist wie ein zusätzlicher Spieler. Spiel mit ihm zusammen. Ihr Bounce Shot gibt dir zusätzliche Reichweite. Wenn du Brawler triffst, die nah zusammenstehen, dann ist das richtig stark. Bis du den Turm von Jessie hast, spielst du eher defensiv. Das heißt, du versteckst dich hinter Mauern, triffst Gegner, lädst deine Super auf. Danach kannst du sie zusammen mit dem Turm aggressiv spielen. Pass auf bei Gegnern, welche durch Objekte durchschießen und dich und den Turm gleichzeitig treffen könnten. Wie nutzt du die Super von Jessie richtig? Die Stärke von Jessie ist ihr Turm. Du kannst ihn sowohl für Angriff als auch für Verteidigung nutzen. Wichtig für die beste Wirkung ist, wo du den Turm am besten hinstellst. Das kann sich je nach Situation oder Game-Mode ändern. Grundsätzlich platzierst du den Turm möglichst unerreichbar für Gegner, aber trotzdem so, dass er den umkämpften Bereich gut erreicht. Wenn möglich, stell den Turm in einen Busch, damit Gegner ihn erst sehen, wenn er feuert oder wenn sie bei ihm stehen. Gegen Distanzschützen stellst du den Turm so, dass sie ihn nicht erreichen, ohne näher ranzukommen. Also, hinter einer Mauer auf deiner Seite, aber möglichst oberhalb des umkämpften Bereichs. Wichtig ist, dass du Jessie mit ihrem Turm zusammenspielst, sodass ihr beide den Gegner angreift. Stell also den Turm nicht einfach irgendwo hin und lauf weg, sondern bleib in der Nähe. Was ist die beste Ausrüstung für Jessie? Mit der Star Power Energetisieren kann Jessie ihren Turm reparieren. Das kann nützlich sein, wenn du in der Nähe deines Turms bist und dabei um bestimmte Zonen auf der Map kämpfst. Oft finde ich die andere Star Power Shocky besser, weil sie den Turm stärker macht und seine Kugeln dann von Gegnern abspringen. Wähle die Star Power je nach Vorliebe und nach Situation. Das Schnellfeuer-Gadget erhöht ihre Feuerpower. Es ist meistens eine gute Wahl. Die Schockwelle finde ich weniger nützlich. Bei den Gears Begleiterstärke, damit wird ihr Turm noch besser. Außerdem ist Schaden oft eine gute Wahl, damit sie sich besser verteidigen kann, wenn sie Low-HP hat. Auch gut ist aber Schild, damit sie besser geschützt ist. Die Hyperladung ist sehr stark. Sie macht nicht nur Jessie stärker, sondern du solltest versuchen, ihren Turm mit der Hyperladung aktiviert zu setzen. Dann ist er unglaublich stark und feuert wie aus der Maschinenpistole. Dann noch das Schnellfeuer-Gadget dazu und der Turm ist kaum noch zu stoppen. Was sind die Top-Game-Modes für Jessie? Es sind Hot Zone, weil du ihren Turm sehr strategisch platzieren kannst und mit ihren Bounce-Shots die Gegner triffst, die nah zusammenstehen. In Juwelenraub ist sie ein großartiger Gem-Carrier, wenn man dich lässt. Spiel sie in der Mitte, spiel defensiv und sammle alle Juwelen. In Brawl Ball ist sie stark, weil es sehr viele enge Maps gibt. Dort müssen Brawler nah zusammenstehen und werden von ihr gut getroffen. Auch in Tresorraub wird sie sehr oft verwendet, vor allem weil ihr Turm enorm schnell viel Schaden am Safe machen kann, wenn sie es schafft, ihn dorthin zu stellen. Außerdem sind Tresor-Maps meist recht offen und sie kann gut treffen. In Showdown würde ich sie nicht unbedingt spielen, da ihre besonderen Fähigkeiten nicht viel nützen. Dort musst du vor allem die Strategie Überleben spielen. Hat dir das Video gefallen? Dann schau jetzt auch dieses Video hier und abonniere meinen YouTube-Kanal jetzt.